In nun einer, knapp einer Woche starten wir auch in Oberösterreich in das neue Schuljahr. Die Freude ist groß, ein maßnahmenfreier Start vorerst mal. Was auf uns zukommt, ist noch in der Waage. Ja, Tatsache ist jedoch, dass wir auch in Oberösterreich ein riesengroßes Thema mit der Infrastruktur in unseren Schulen haben. So hat es auch der Rechnungshof in seiner Prüfung zum Schulsanierungsstatus dargestellt. Sukzessive wurde über Jahre hinweg hier das Budget gekürzt und auch jetzt nun wieder in der ÖVP-FPÖ-Regierung. Die Wogen gehen hoch, die Oppositionen schreien nach mehr Geld für unsere Schulsanierung und die Aufrechterhaltung dieser Schulen. Aber welche Frage stellen wir von MFG hier tatsächlich? Sind es tatsächlich unsere Infrastrukturen? Sind es unsere Schulen, die das Bildungssystem für alle Beteiligten momentan so unattraktiv gemacht haben? Und als Beteiligte zählen unsere Schüler, unsere Lehrer und auch unsere Eltern. Und als direktdemokratischer Ansatz würde sich hier anbieten, die Betroffenen auch mal zu fragen, was wünscht man sich vom Lernen, was wünscht man sich vom Lehren. Wir haben in Oberösterreich und auch in ganz Österreich viele, viele Menschen, die hier den pädagogischen Beruf ausüben und Experten in ihrem Fach sind und trotzdem über viele Jahre hinweg nicht gehört werden. Man wird immer wieder mit neuen Auflagen, Qualitätsrichtlinien und massiven Dokumentationsaufwand tatsächlich aus diesem System hinausgedrängt und man kann sich seiner Passion, nämlich den Kindern, kaum widmen. Und ich glaube, da ist unser kleinstes Problem irgendeine, ja, möglicherweise abgeblätterte Fassade. Das ist nämlich das Ganze, was das Lernen und das Lehren an unseren Schulen nämlich ja, seit vielen Jahren so unangenehm gestaltet und dasselbige stellen auch viele Eltern fest und entscheiden sich für alternative Bildungswege, auch teilweise für den häuslichen Unterricht, der ja, wie wir aus den Medien wissen, immer mehr genutzt wird. Wobei es auch hier massiven Verzug gibt, was die Freiheit an der Ausübung des Lernens darstellt. Wir haben zwar als Eltern von Kindern im häuslichen Unterricht jede Menge Pflichten, jede Menge Nachweispflichten. Die Rechte kommen zu kurz, beispielsweise finanzielle Unterstützung, die diese Art und Weise des Unterrichts auch wirklich gleichwertig machen würde. Und das ist die riesengroße Krux in diesem Bildungssystem. Fragen wir doch mal die Beteiligten. Fragen wir diese vielen engagierten Menschen, die sich viele Jahre mit der Pädagogik beschäftigen, was wäre ihr Wunschtraum vom Lehren? Fragen wir die Kinder, was können wir tun, um nicht ein System aufzudrücken, sondern das Potenzial zu fördern? Und was können wir unterstützend mit den Eltern machen, um auch diese Dinge zu sehen, weil die Eltern sind im Normalfall nicht vom Fach und sind nur angewiesen auf Menschen, denen sie ihre Kinder überlassen, im guten Glauben, dass hier die Bildung und das Lernen auch stattfindet. Das ist die Haltung von MFG. Wir stehen ein für eine direkte Demokratie, in der die Betroffenen mitentscheiden.